Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meiner Mountain Lodge. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute baue ich weiter. Ja, endlich geht's weiter hier auch. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Natürlich müssen wir wie immer erstmal baby.enableFreeBuild eingeben. Dann seht ihr das auch nochmal, ne? Damit man hier auf diesem Ferienhaus-Grundstück in Granite Falls, der Welt aus dem Autoleben Gameplay Pack, auch bauen kann. Und da gehe ich jetzt mal rein. Wir gucken mal rein, was wir hier so haben. Und da haben wir natürlich das Kinderzimmer. Das muss auf jeden Fall noch rein. Es gibt so ein paar mehr Plätze quasi, als Sims irgendwie möglich auch sind. Unten gibt es natürlich noch euren Community-Projektraum. Da könnt ihr auch nochmal ein Schlafzimmer draus werden. Und ja, sonst haben wir auch noch eine Couch. Aber es sind immer so ungefähr so viele Betten, wie es auch Sims gibt. Eine 8 maximal. Man weiß ja nicht, wie viele Leute da immer das besuchen hier. Jetzt gehen wir mal rein und ja, und da müssen wir trotzdem Platz haben, ne? So rum meine ich das. Gehen wir mal rein in die Kinder und da gibt es natürlich viele schöne Sachen hier für die Kids. Wer hätte es gedacht? Ich finde ja dieses Gürteltier so toll. Das hat irgendwie total was. Das ist irgendwie toll. Aber wir müssen da erstmal so ein bisschen die Vorhänge angucken. Ich hoffe, das reicht irgendwie. Wenn man die nämlich vergrößert mit dem Vergrößerungscheat, dann könnten die da ganz gut passen. Da gibt es auch noch die anderen, aber ich gucke erstmal die an, ob wir da irgendwas finden, was da so ein bisschen... irgendwie nicht so. Wir gucken doch mal bei den Neutralen, finde ich die sogar besser. Da gibt's auch eine mit so Bäumchen und so Hasen oder so, nicht? Doch, guck mal hier. Gibt es einmal mit Hirsch und Häschen und der Bär. Kommen wir mal an den Bär. Der Bär ist hier eher unterwegs. Dann machen wir die größer mit dem Vergrößerungsschienen. Dann sieht man den Bär gar nicht mehr. Toll. Ja, ein Tod müssen wir wieder sterben hier. Das Ding hier, da wackelt hier wieder wie die Sau hier. Das gibt's auch nicht hier. Eieieiei. Komm, lass dich hier platzieren, liebes Sting hier. So, ja, da gibt's halt keine Wälder. Keine Wälder. Gibt's da irgendwas anderes noch, wo man mehr Bäume sieht oder so? Irgendwas? Nee, ne? Ja gut, ja, vielleicht sieht man es hier, wenn man es da vergrößert, auch nicht, ne? Das ist so leider wieder, eieiei. Es zickt hier wieder rum, du. Rast nicht ein, sonst rast dich aus. Manometer. Ich muss mal rbb.moveobjects eingeben. Alle Cheats, wie immer, auf SimFans. Ja, aber jetzt kann ich das so hochleveln. Zumindest in der Theorie. So, nochmal neu antatschen, dann geht's meistens. Ja, yeah, und dann passt das auch. Machen wir das so. Dann haben wir das auch so ein bisschen breiter vielleicht. Das ist, glaube ich, noch besser. Weil dann wird das Fenster optisch vergrößert. Das ist doch gut. Und da guckt das Ding nicht raus. Auch schon mal schön. Ja, so ist doch ganz toll. Ne? Dann müsst ihr natürlich das hier ein bisschen weg. Dann lasst uns das hier auch so ein bisschen waldmäßig machen, sage ich jetzt mal. Also, dass man quasi so das Waldthema drin hat. Und da fällt mir auf Anhieb ein, wo ist denn das drin? Ich glaube, in Deko-Statuen oder so. Da gibt es ja diese Kratzbäume. Die wären ganz witzig. Der Kratzbäumchen. Und die Kratzbäume. Oh, das ist auch ein tolles Objekt. Da könnte man mal hier irgendwas mit dem Himmelbett oder so machen. Das ist total cool. Das könnte man mal machen hier. So ein Waldhimmelbett. Ja. Oh, das ist doch gut hier. Das ist doch mal eine tolle Geschichte. Ich glaube, die gibt es sogar noch mal auch in dem schönen Braun. Und ich glaube, das geht sogar, dass die Sims da noch einsteigen können. Weil die Mitte ja nur frei sein muss. Ja, da gibt es auch nochmal sowas. Da gibt es ja nicht nochmal ein ganz dunkel. Guck mal hier, das ist perfekt. Perfekt. Wir haben schon wieder was Tolles hier. Yay. Und das passt sogar mit dem Bettrahmen. Das ist ja genial, ne? Eigentlich. Hammer. Haben sie es denn hier zusammengestückelt? Sehr geil. Ja, ist gekauft. Ich mache jetzt auch hier erstmal so ein paar Lampen rein. Das ist mir immer zu düster irgendwie. Schöne warme Lampen. Dann haben wir das hier. Dann können wir da nochmal gucken, ob wir auf jeden Fall nochmal ein Kleinkinderbett vielleicht. Dann haben wir ein bisschen Variation drin. Rein friemeln. Ist auch voll schön, ne? Aber da gibt es doch noch die der. Ja, ich guck mal, ob ich da eins finde. Ja, das ist so ein bisschen, ne? Dschungel natürlich. Kam dann mit dem Update. Dann gucken wir mal doch da, aber hier vielleicht. Das ist gut, das Grüne passt ja eigentlich. Das könnte man auf jeden Fall mal nehmen. Und die anderen, die sind. Ja, die sind mir ein bisschen zu wenig waldthematisch. Oder natürlich das hier. Das geht auch immer. Das wäre vielleicht sogar ganz gut mit diesem Muster dann auch. Dass das hier irgendwie passt. Oh, das ist natürlich auch schön. Einmal mit dem weißen Gestell. Ja, geht auch. Ich glaube, ich nehme aber so ein.
Ach nee, ich, dann hier. Ich dachte eher, es war eins mit so einem Muster, aber wenn ich jetzt so durchgucke, gefällt es mir gar nicht mehr so arg. Gefällt mir das noch am besten, auch wegen der Gestellfarbe. Ja, wir nehmen das. Dann können wir nämlich mal gucken, ob wir das hier vielleicht in die Ecke da irgendwie hinkriegen. Ja. So, dann machen wir die dahin. Haben die da so ihre Ecken, das ist doch ganz gut. Let's do this. Da hinten können wir noch so ein Tischchen oder so was hinstellen. Und dann kriegen die natürlich auch noch so ein bisschen so eine Couch. Können mal gucken, ich glaube so eine Ecke haben wir jetzt da hinten noch so ein bisschen. Wobei die ja wollen Fenster, das ist ungünstig. Dann lasst uns hier einfach so eine normale hinmachen. Die ist so ein bisschen schnuckelig irgendwie. Und da finden wir bestimmt auch irgendwie eine... Ja, wenn nicht eine farbige passende, dann nehmen wir halt diese bräunliche. Ja, die wird auch sogar gehen. Ist mir zu knallig. Wir nehmen, glaube ich, echt die da. Ja, dann hat man da nochmal so eine kleine Couch. Ja, natürlich jetzt schön, wenn die andersrum gedreht wäre, ne? Dass die Lehne da ist, aber ist okay. It's okay, it's alright. Da kann man auf jeden Fall sich wohlfühlen hier. Sich ausruhen. Die sollen ja draußen spielen, die sollen ja gar nicht so drin hier. Da drin hier so viel machen. Ja, was haben wir denn noch an Waldobjekten? Die exzentrische Gassocke, Gagsocke. Gassocke. Ah, der Panda, also Wald ist gar nicht mal so einfach. Dann könnte hier nochmal, dann haben wir natürlich hier den Winter, ne, als Bild, das ist natürlich perfekt. Die könnten die Kids sich schon gleich mal verewigt haben. Das ist immer ganz schön so hinter dem Bett irgendwie. Wald. Also ich dachte, wir hätten mehr so irgendwie im Waldthema. Also dann würde ich auf jeden Fall mal gucken, dass wir Objekte aus Outdoor-Leben nehmen. Weil da gibt es richtig schöne Tische und sowas. Ja, genau. Man könnte vielleicht sogar sowas machen. Das wäre mal was Individuelles. Aber ich würde es dann ohne Blüten machen, beziehungsweise die Blüten nach hinten verstecken. Damit man das so ein bisschen... Ja, das ist direkt hier übrig geblieben. Ne? Die Baumstümpfe, die kann man ja nicht verwenden da für das, ne? Für die Wände. Deswegen muss man die dann halt so ein bisschen anpassen. Ja, dass man die hier nimmt als hier. Als Nachttisch. Wie konnte mir jetzt dieses Wort wieder entfallen? Ich hätte hier gerne noch so eine Ablage. Ich glaube, ich mache die auch so hinten ins Eck rein irgendwie. Dass die da quasi nochmal so eine kleine Ablage haben. Dann wird es auf der anderen Seite. Gut, das steht es dann wieder so weit ab, ne? Ja, dann lassen wir das mal. Wir können so ein Tisch ist auch toll. Da müssen wir irgendwie nochmal unterkriegen hier. Da nochmal so ein Tisch oder so hin machen. Da können dann die Erwachsenen sitzen. Wenn die Kids da, aber das ist mir ein bisschen zu eng alles, ne? Müssen wir vielleicht das hier doch irgendwie auch da an den Rand hin machen. Dann kann man immer gucken, ob das Kind noch schläft von unten. Machen wir das doch so, oder? Oder? Ja, wo das Ding wir hier eigentlich nicht stellen. Wir brauchen auch noch ein bisschen Stellplatz hier für die Schränke. Für so Schränke hier. Lagerung. Der. Ja, aber da nehmen wir jetzt nicht wieder die Outdoor-Leben-Kommode. Da nehmen wir jetzt einen schönen Holzschrank hier. Wow, der ist so toll. Da gibt es sogar einen mit Kindermotiven drauf. Mit Fotos. Haben wir im Urlaub so ein paar Fotos gemacht. Und das ist aber eng jetzt hier. Da müssen wir noch ein bisschen tricksen hier. Noch ein bisschen stauchen das Ganze. Ja, das hilft nichts. Das ist so. Leider geil. Toll. Das ist ja toll, ne? Auch so verschiedene Holztöne. Das sieht dann immer gleich so natürlich aus. Also nicht so ein angepinseltes Holz, sondern sehr natürlich eben. Die Kommode ist auch der Hammer, ne? Da gibt es auch so schöne Farben und so. Und die sind eher angepinselt dann. Ah, ne? Schon toll. Wie schönes Holzding da. Das andere da, aber das Grün, das passt eher da dazu. Das ist eher blau-türkis, ne? Ja. Dann gucken wir lieber nochmal, ob wir das so ein Bücherregal für die Kids haben. Die können da mal so ein bisschen was lesen. Da gibt es da auch so Holzdinger. Die sind noch gar nicht mal so verkehrt. Die da vielleicht. Die da oder die da. Ja, da ist noch Luft. Da können wir das hinstellen. Oh ja, wir können das auch so ein bisschen in die Wand rein. Dann zieht man hinten sogar durch. Das ist toll. Das ist so ein bisschen integrated into the wall. Finde ich gut.
Da gibt's auch noch sowas, aber das ist wieder mir zu plastisch. Ich meine, ich finde es schön mit den Bären und so, aber irgendwie ist es halt, ne, plastik. Und ich möchte eigentlich kein Plastik haben. Das ist echt schade, weil das passt wirklich gut. Schade, schade, schade. Schade, dass das Plastik-Textur ist. Ja, ja, ja. Was würdet ihr noch erwarten, wenn ihr in so eine Mountain Lodge reinkommt? Ne? So ein bisschen zum Berg, so eine Berghütte. Ich meine, so viel Deko ist da ja nicht, weil du hast ja kein individuelles Zeugs. Da musst du, hast du eigentlich eine Kofferablage, ne? Und dann halt eben. Ja, ein Zimmer mit einem Bett drin. Man könnte hier vielleicht noch mal ein bisschen was machen mit so einer Wanddekofarbe. Ich wollte ja den Katzenbaum da eigentlich nehmen. Aber die sind jetzt auch nicht wirklich schön, ne? Wenn man da das Grün vielleicht doch nimmt, ein bisschen greller. Dass man da so über die Betten da noch mal so eine Lampe macht. Oder wir machen die da hier so über die. Das ist schwierig. Ne, die gefallen mir jetzt nicht so. Ich dachte dann eher, ne, dass man da so eine Nachttischlampe dann nimmt. Kriegt man auch nochmal das Kindliche da rein, statt dass es da kein Teddy gibt. Der wäre natürlich besser. Ja. Die ist total toll. Die ist richtig toll. Da gibt es auch welche mit so Blättern. Ja. Was gibt's noch? Oh, das sind schon schöne. Oder die mit dem Türkis dann doch. Ich meine, bei Lampenschirmen ist es ja egal. Wir machen das jetzt einfach so. Come on. Ja, die habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, die Farbe. Okay. Kerzen und so ist nicht erlaubt. Nein. Dann gehen wir direkt in die Spielsachen rein, beziehungsweise dann auch noch in den Teppich. Dann nehmen wir so einen schönen Flauschi-Teppich natürlich. Da werden wir noch einige davon benötigen. Flauschi. Flauschi-Alarm. Oh, die sind auch toll. Das ist auch toll. Dann kommt dieses Grelle da nochmal zur Geltung. Das ist toll. Oh, das gibt's schon auch in anderen Farben hier noch. Und das ist eher dann so dschungelmäßig, ne? Aber das geht noch. Das ist schön. So ein schöner Grasbodenteppich. Ja, die Avocado wollen wir jetzt mal nicht. Ja, auch tolle Muster sind, ne? Da könnte man vielleicht mal in einem Zimmer dann nochmal sowas auch machen. Natürlich alles Kunstfell. Na, weil das ist schon, es geht auch in die Ecke. Oder diesen da, der ist auch total schön. Da gibt es auch schöne Muster. Gibt es sogar, genau. Oh, gut, das sind die. Ja, das sieht halt relativ weich aus, finde ich. Ansonsten hat man natürlich noch den da. Mit dem Muster. Aber das geht mir dann auch zu sehr in die Richtung Tiger vorm Kamin, ne? Ich glaube, ich würde eher dann auch so einen da noch nehmen. Wenn man den nämlich größer macht, sieht er echt gut aus. Und ich glaube, da gibt es sogar eine Farbe, eine grüne. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Da gibt es, glaube ich, sogar, ja. Ja, sehr gut. Da nochmal ein Teppich, wobei der vielleicht sogar auch hier besser aussieht. Lasst uns den da nehmen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Mal wie groß der ist. Das sieht nur so groß aus, der ist gar nicht so groß. Machen wir das mal schön hier unter das Bett hier alles. So, ja. Yeah. 10-mal besser. Viel, viel besser. Viel, 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 viel besser. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Tisch und diese Couch da will. Würde ich vielleicht auch eher mal in so eine Nische da verfrachten. Das ist auch ein bisschen doof, ne? Da kannst du echt nichts stellen in diesem Raum. Ich finde die halt so schön, ne? Weil das so ein Tischchen da irgendwie ist. Ah jo, klar, das ist so. Machen wir das hier für den Kamin irgendwie. Machen wir das so und dann machen wir hier eine Couch. Hier eine Couch oder so. Oder so Sessel ist, glaube ich, besser in dem Fall. Weil wir keine gerade Rückwand haben. Lasst uns da mal so Schnuggelsessel. Ja, die passen alle farblich dicht. Ich glaube, wir nehmen da einfach wieder die Ohrensessel. Die sind eh die coolsten. Ich meine, was gibt's Besseres da, ne? Die sind schon wunderschön. Was haben wir denn da? So ein Lila, ne? Ist da irgendwas in die Richtung? Und die sind alle irgendwie gut. Ja, da gibt's gar nichts in Lila, ne? Da gibt's alles, aber keine Farbe, die ähnlich ist. Dann haben wir noch Grün und haben wir noch das Beige.
Ja, komm, dann gehen wir in das Beige rein. Es ist ein bisschen wärmer dann auch. Ja. So. So, da war. Hier auch nochmal ein bisschen Lamps. Slamp again. Ja, Licht braucht man da schon. Können da noch ein bisschen das ausbessern. So. Ja, jetzt gucken wir. Jetzt haben wir da Platz. Jetzt haben wir Platz. Spielkrams, natürlich. Jetzt kommen die Bärchis. Ich würde auch mal gucken, ob wir da vielleicht sogar... Ja, das könnte ja irgendwie das Bärchenzimmer sein oder so, dass wir irgendwie mehrere von diesen Bären hier so unterbringen. Das ist schon toll. Die Bären, die passen natürlich in den Wald. Und die Teddys, die sind natürlich für die Kids. Man könnte das durchaus so ein bisschen auch übertreiben, dass man so ein Thema quasi hat. Das Teddybärzimmer. Ich würde dann auch eher die hellen da nehmen. Das ist besser. Komm du mal hier hin und der nächste kommt da dazu. So schön, oder? Voll cool. Okidoki. Let's have a look. Was haben wir noch? Hunde und Katzen, Hasen, gut, ja, Also für Kinder würde ich auf jeden Fall nochmal so einen Spieltisch reinmachen. Der bringt richtig viel Spaß und der geht auch, weil der ist aus Holz. Wenn man nicht gerade die ganz komische Variante nimmt, dann würde ich den so ein bisschen hier vors Fenster machen. Das kann man ganz schön dann drumrum rausgucken in den Schnee. Ja, und... Und hier muss irgendwie noch so eine alte Truhe hin oder so eine Schatztruhe, die ist doch toll. Ja, das könnte auch so ein Koffer sein, so ein Reisekoffer, das ist auch thematisch dann wieder passend. Und das wäre natürlich auch ideal, aber das kriegen wir nicht mehr runter, nee. Da ist Ende Gelände. Kriegen wir das da hin, dann packen wir vielleicht unsere Bilder da weg. Aber das ist ein schlimmer als das andere. Dass man hier nochmal so ein... Ist auch so plastisch, ne? Sakrisch, immer die Amis mit ihrem Plastik-Scheiß. Entschuldigung. Wenn wir da im Flur noch mehr so ein bisschen, aber die sollen da nicht im Flur sitzen eigentlich, oder? Ist echt schade, wäre so ein Projekt da, das wäre schon schön, wenn das irgendwie da noch rumsteht. Aber könnte auch hier eine Ecke passen, aber da haben wir keine Ecke mehr frei. Nein, und ich will meine Fässer eigentlich nicht loswerden. Nee, liebe Kinder, sorry. Müssen mit dem Spieltisch auskommen. Ja, was haben wir noch? Holzspielzeug, natürlich. Wie konnte ich den vergessen? Die drei Autos, die dürfen nicht fehlen. So. Extra nochmal umgedreht, damit das so aussieht. Wie wenn damit schon gespielt wurde. Oh, der Arzt-Teddy, der könnte auch gehen. Könnte man den ja leider vorstellen. Dann kann man so tun, wenn man die anderen natürlich auch verarzten könnte. Oder? Ja, auch wie toll. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Schmetterlinge gibt's auch im Wald. Ja, Tintenfische ist eher nicht. Robots. Robies. Ja, Kinderzimmer ist echt schwierig, so in so einem Ferienhaus. Das hatte ich auch schon in der Casa Color Probleme damit. Das weiß ich noch. Ja, da gibt es auch diese Bäume da, aber das ist nicht wirklich schön. Also ich weiß nicht, ob das was ist. Eher dann noch so ein Hundekalender. Das ist auch... Ja, gut, ne? Ich meine, muss ja jetzt auch nicht übertrieben werden. Dann lassen wir das halt so ein bisschen dezenter. Ja, ist gut. Ein Buch vielleicht noch irgendwo, dass man da was vorlesen kann oder so, dass das so ein bisschen da noch rumfährt. Natürlich hat man da das Bücherregal, aber das so ein bisschen wilder aussieht. Aber nicht zu wild in dem Fall. Ja, also Katzen und Fische, das will ich eigentlich auch nicht. Ich guck nochmal hier rein, ob wir da nochmal irgendwas finden. Das Tablet können wir eigentlich auch reinlegen. Ich meine, ne, da kannst du nichts verlieren.
Nehmen wir das mal dazu. Wir sind hier top ausgestattet. Wir sind hier ein Luxushaus und keine Jugendherberge. Das ist echt toll, das Objekt ist wirklich toll. Schulbus und Eiscreme. Was ist das? Ja, Hamburger. Mir auch zu plastisch. Die Würfel, die gehen immer. Die gehen echt immer. Dann nehmen wir auch da die grünlichen. Dann können wir die. Wo kriegen wir noch Platz hin? Da kriegen wir noch Platz. Ja. Ohne dass etwas blockiert wird. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir irgendwie noch was in die Wand kriegen. Das darf natürlich nicht fehlen. Das wäre natürlich auch nochmal was Tolles, dass man da irgendwie so ein Ding oder sowas hat. Ich meine, es ist so. Nee. Das ist halt zu sehr Kinderzimmer irgendwie, ne? Das soll eigentlich nicht so kinderzimmermäßig aussehen. Eher so ein bisschen. Aber das ist auch total schön. Das sind fröhliche Feiertage-Pack. Das müssen wir unbedingt noch so mal irgendwie dahin. Sieht zwar ein bisschen weihnachtlich aus, aber das geht ja hier immer irgendwie, ne? Das ist eigentlich ganz cool, wenn man die aufhängt, weil dann kann man, hat so einen tollen Geruch dann, oder wenn man es mag, ne? So Tannenzapfen, aber richtige, nicht diese komischen Bäumchen, die riechen wie chemische, schieß mich tot, ne? Ja. Da machen wir einfach sowas rein. Ich meine, das geht auch. Das ist ganz schnucklig. Ich meine, so ein Holzbild ist doch ganz schön. So ein bisschen was irgendwie, ne? Für die Natur hier, das ist auch ganz gut. Dann lass uns das machen, das passt hier gerade farblich so gut rein. Dann können wir hier nochmal so eins da machen. Oder man macht hier, haben wir irgendwelche, die zwei Motive haben, da können wir eins rechts, links, ne, irgendwie so. Oder hier die Vögel, die sind ganz cool auch, die könnte man auch nehmen. Dass man hier sagt, da hat jeder irgendwie so ein... Ah, so Vogelkundler. Thematik. Passen die denn da hin? Und dann machen wir die da hin, das ist gut. Lass uns die hier hin machen. So, und... Ja, das ist nochmal ein bisschen was. Dann können wir das Gegenüberliegende vielleicht irgendwie so machen, ne? Ja. Dass das so ein bisschen offener ist hier. Ich will die Fenster nicht zumachen. Aber so ganz offen gefällt es mir jetzt auch nicht so. Raste mal nicht ein hier. Ich krieg schon zu der Gräse. Ja, das nehme ich so und das Ding packen wir einfach ein Stück weiter vor. Ich meine, da hat man ja Platz. So, jetzt ist es viel gemütlicher, ne? Das ist alles so ein bisschen mehr mit Vorhängen. Das ist schön weich und schön warm. Das sieht nicht mehr so trist aus. Wir können quasi nichts Individuelles irgendwie reinmachen. Es ist halt alles so ein bisschen hotelmäßig, ja. Das ist eher so clean dann. Ja, ja. Gut. Bin mir noch nicht sicher mit dem Regal, aber ich glaube, da gibt es auch keine gute Alternative. Das helle halt, na gut, das ganz dunkle. Ich muss schon sagen, mir gefällt uns schon das hier. Oder wir nehmen das bläuliche, das geht auch. Ich glaube, ich bleib dabei. Bei dem rot-grünen. Das passt so ein bisschen zu der Box und so. Das geht schon. Ja, okay. Also das finde ich ein schönes kleines Hotelzimmer, sag ich mal. Das ist cool. Ich finde auch hier jetzt ganz toll. Oh, das passt auch richtig gut zusammen da mit diesem... Ton. Gut, das wird auch gehen. Aber das passt ja fast schon Afrika-mäßig aus. Jetzt, ne? Das ist ja mehr so Zebra, oder? Ich will was Blaues nehmen. Die Avocado will ich eigentlich nicht haben. Das hat dann wieder was bisschen von Afrika. Ne? Wenn man es einmal sagt, dann ist es eh vorbei. Aber ich finde das jetzt hier 10-mal besser. Machen wir das doch so und dann packen wir das hier irgendwie... So mal Schrägchen irgendwie. So ein bisschen designermäßig. Machen wir das so frei, das Bett. Ja, und das Kleine, das kommt halt dann so als Beistellbett irgendwie dazu. Das könnte man dann
Das könnte man da hier lassen. Das ist okay. Ist ja noch eins mit, auch mit hell und dann. Ja, das ist eher beige dann. Eher so wäre gut, aber da haben wir das Blau mit drin. Würde ich das hier mal. Ja, das ist auch nicht gut. Kannst du mal weggehen da mit dem blöden Scheiß da vor meiner Nase? So. Irgendwas, was passt. Violett. Ja. Wie gesagt, ist halt nicht das, was so richtig war. Jetzt würde ich am ehesten noch das nehmen. Oder das Violette. Wir probieren mal das mit dem Violetten. Und dann gucke ich mal, ob wir ein paar Objekte finden. Mit Farben. Purpur. Da gibt es auch die hellen, glaube ich, dann da drin. Es gibt echt einiges an Objekten. Und dann könnte man das damit so ein bisschen... Es ist halt ein sehr schwacher Ton. Es ist echt kritisch. Eher sowas dann, ne? Gut, es ist gar nicht richtig violett. Das ist ja komisch, dass der das als violett deklariert. Ist da jemand ein Knick in der Optik oder was hier? Das ist halt sehr hell, ne? Es ist sowas dann eher, oh oh. Finden wir da was? Das ist halt wieder bockschwer, ne? Da was zu finden dann, ne? Das ist wieder in die Richtung, aber das ist auch wieder fast zu hell. Also das willst du nicht, das Ding? Aber das ist doch nicht violett. Was ist denn das violett? Anna? Naja. Nee, also ich muss schon sagen, dann würde ich das eher dann bläulich machen, weil da finden wir einen besseren Ton. Ja, wir nehmen das da und dann gehen wir ins Hellblau rein. Ist man da hellblau? Und nur blau, ne? Das meiste ist eh hellblau, aber macht ja nichts. Wieso zeigt sind die da jetzt wieder als neu an? Das ist wieder komisch, ne? Wo habe ich den platziert? Habe ich den irgendwo in die Wand platziert? Tatsächlich. Tatsächlich, Daniel. Was hast du denn wieder gemacht? So. War das auch gut. Okay. Okay, okay. Ja, Betten will ich jetzt eigentlich nicht. Sag mal, da dieses Dunkelrot da auch noch mit drin, ist auch so eine Farbe, du. Muss ich da irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen inspirieren lassen. Da hätte man das Orange jetzt wieder, aber eher ein helleres Blau. Ich meine, das würde auch passen. Ja, das ist alles ein helleres Blau, ne? Ein viel helleres. Wir haben ja da wieder gar nichts. Genau gleich wie bei dem Violett eben. So, einer wäre natürlich auch schön. Das ist ein bisschen moderner. Gibt's viele blaue Objekte, ne? Blau, blau, blau. Das sieht gut aus. Das passt richtig gut. Das könnte man noch reinmachen. Zwar auch leicht anders, aber so von der Farbgebung könnte man den irgendwo platzieren, damit er nicht irgendwie vor dem Fenster steht. In das Fenster könnte man den reinmachen. Ja, stimmt sogar. Das könnte man echt machen. Ja, wieso nicht? Machen wir jetzt einfach. So. Da gibt es natürlich hier die da. Die passt perfekt dazu. Die müssen wir, glaube ich, fast schon daneben jetzt, ne? Oh, ist das wieder kritisch hier, ne? Das kannst du wieder echt nicht. Das ist wieder doch anders. Also das mit den Farben, das stört mich heute, muss ich echt sagen. Ich nehme gleich ein neutrales Bett. Das ist mir egal. Auch schön. Ja, ne? Die gehen alle gar nicht. Die sind dann zu ähnlich, aber doch unterschiedlich. Und das ist dann ein problematisches Problem. Das sind auch tolle Schränke, ne? Jo.
Ja, bevor ich da jetzt noch länger rumsuche, ich würde echt sagen, wir machen da einfach ein neutrales, braunes Beistellbett und gucken uns dann so um. Ja. So, hellbraun. Oberfläche. Da wird es wahrscheinlich auch nicht einfacher werden. Ist auch nicht hellbraun, ist rosa. Oh, das ist cool. Das können wir für ein Bad verwenden. Das ist ganz schön. Ja, so richtig schön angeratzt. Und dann modernes Bad und dann so ein geratztes Ding da rein. Das ist toll. Oh ja, wir nehmen auch hier die da. Dann hat man da auch nochmal dieses Moderne mit drin. Man könnte die auch da so rein. Dann sieht das so ein bisschen besonders aus. Wenn man ein freistehendes Bett nimmt, klatscht man wieder Tische daran. Ein Bett mit Ohren. Sieht aus wie so Stützräder, ne? Und wir lassen das lieber frei. Ja. Ein Bett mit Ohren. Das ist auch cool. Ne. Koffer müssen auf jeden Fall rein. Also da führt kein Weg dran vorbei. Da kommen auch mehrere Koffer rein. Ich finde das ist ideal. Das kann man gar nicht falsch machen, weil wenn man hier Koffer reinstellt, dann sieht das richtig nach einem Hotel aus oder Ferienhaus, ne? So. Kommt der oben drauf. Schön gestapelt. Aber das ist natürlich auch fein. Das ist auch richtig fein. Ist farblich halt wieder gar nicht dazu. Sonst sahen wir hier. Sowas passt voll gut. Jetzt könnte man denn da hinten noch irgendwie eine schöne große Pflanze oder so rein, ne? Die gibt's auch noch. Die sind noch, glaube ich, schöner, ne? Die gefallen mir noch besser. Ja, weil da mit dem Glas noch ein bisschen was gemacht ist. Und das sind richtige Tischchen auch. Nicht so. Sehr gut. Gut, das lohnt sich doch, da lohnt sich doch. Können wir genau. Hier machen wir auch dann so ein bisschen moderneren Tisch dazu. Da würde ich aber auch wieder eventuell in das dunkle Holz da gehen, dass der eher dezent ist. Dann haben wir so einen Kaffeetisch. Ja. Schreibtisch wäre noch gut. Aber der ist auch total schön, der Tisch. Könnte ich mir fast da unten auch vorstellen, dass man den dann eher nimmt. Das ist ein bisschen kleiner. Ja, es hat beides was, ne? Es ist beides irgendwie wieder. Ich finde diesen Palettendinger dann doch irgendwie besser. Ja. Ah, der ist echt cool. Der ist echt cool. Der ist wirklich cool, der Tisch. Würde auch gut passen. Guck mal, das sind genau die Farben da wieder auch, ne? Eieiei, komm, wir nehmen den. Ja. Hier wird vielleicht mal so einer dann genommen. Oder auch nicht. Ja, da muss jetzt auch noch mal so ein Sessel hin. Würde ich schon sagen, dass man dann hier auch wieder sowas... Hat man da nicht auch... Das ist auch aus Jahreszeiten, oder? Hat man da keine Sessel aus Jahreszeiten bekommen? Die da wohl, ne? Ah, doch, die da. Guck mal an, sag ich doch. Habe ich doch gewusst hier. Muss man da so ein bisschen noch so diese Sitzecke abrunden. Sehr schön. Da hinten machen wir dann... Oder machen wir das so, noch besser. Da hinten machen wir dann den Kleiderschrank hin. Lagerung. Lager. Ne, hier, da. Ja, da würde ich am liebsten eigentlich auch wieder den schönen großen da nehmen. Den da, ohne Kinder aber. Kann man den da irgendwie, das ist natürlich auch top. So ein bisschen ums Eck rum. Schade, dass das so ein bisschen zu eng ist, ne? Und oben, dann sieht man es halt, dass er übersteht. Wenn man den Eingriff da, dann hätte man wirklich nochmal hier so ums Eck rum den Schrank. Ja, das Problem ist echt eher nur oben drauf, dass das hier so ein bisschen flackert. Ja, aber die Wand musste auch weg, die war eher so eine gut gemeinte Idee. Mach das mal so.
Übers Eck muss ja schon gehen auch. Oder man macht beide weg. Aber das wieder ist eher schlicht, aber dann halt, ne, doch schon besser irgendwie. Das muss eher ein Schrank dann trotzdem sein. Hilft alles nichts. Aber vielleicht, wenn man einen Schrank macht, dann kann man da das Regal drüber kleben. Und dann sieht man das nicht mehr, dass das... Ja, flackert. Sehr gut. Wenn man einfach nochmal eine Trennwand rein. Beziehungsweise eine... Alles mal so. Ich guck mal, ob wir die noch ein bisschen... Solange die da an einen rankommen, ist alles perfekt. Ja, okay. Ja, da muss auf jeden Fall jetzt noch ein Spiel ran. Das darf nicht fehlen. Und dann warte ich wieder eure Kommentare ab hier. Komm, dann nehmen wir aber auch so einen modernen da, oder? Oder lieber so einen großen Holzdinger. Da gibt es wieder keinen braunen, ne? Auch sowas, das mich nervt. Irgendwie keinen einzigen... In Braun hat. Die sind so cool, die Spiegel. Die passen auch von der Höhe her richtig gut. Aber nee, die sind die alle so hoch. Die wären natürlich auch schick. Schickimicki. Ich würde da schon den Leuchtspiegel nehmen. Wir müssen da ein bisschen mehr in dieses Moderne wieder reinkommen. Und dann... Wäre noch ein Schreibtisch ganz gut, beziehungsweise ein Schminktisch. Ich bin die ganze Zeit immer überlegen, ob ich das Bett wieder rumdrehe oder nicht. Das ist da hinten so verschwendender Platz da. Echt mal. Nein. Ich würde es, glaube ich, echt umdrehen. Ich mache das jetzt einfach. Schade, ne? Ja, aber mich stört es, dass da hinten so der Platz verschwendet ist. Das ist so irgendwie so unsäglich, unnütz. Alles so. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir da auch mehr Luft zum Laufen. Das ist toll. Man könnte jetzt da nochmal... Oh, das ist auch schön. So eine Ottomanen-Dings dahin machen. Sowas. Jetzt nehme ich auch wieder, glaube ich, die Farbe dann auch, ne? Ja, das passt so. Eigentlich egal, ne? Das sind alle irgendwie... Individuell. Ja, ich nehme das Neutrale mal. Braunholz. Ja, und da könnte man auch vielleicht so Koffer oder so draufstellen. Das machen wir manchmal, dass man da vielleicht so ein bisschen was draufstellt. So kleine Käuferchen, ne? Nur so, so Beauty Cases oder wie sagt man, ne? Sowas. Das ist blöd, dass das kein... Keines passt da irgendwie... Richtig drauf. Dann machen wir die auch extra nochmal mit Klecksfarbe. So. Und das so ein kleine na, goldene Köfferchen da. So ein bisschen was für die Ladies. Sehr. Ja. Ja. Jo, jo, jo. Jo, also schwierig. Ich würde, glaube ich, dann doch probieren, wenn man da das Bad hat, dass man hier nochmal den Tisch da, das ist echt, man könnte den ja auch so hinmachen, dass ein normaler Tisch ist, aber das ist auch nicht, müsste man eigentlich schon dahin machen, ne? Ja, dann machen wir das so, dann kommt hier die Kofferablage hin. Und hier ins Eck kann man auch nochmal einen Koffer stellen. Ganz leicht schräg. Ja, sieht das besser aus. Das ist cool. Genau, aber da dann einen schöneren Tisch. Den anderen da will ich auch nehmen. Ja, da muss der dann wieder rein. Also wenn wir da schon so schöne Holzmöbel haben, dann nehmen wir da auch die richtigen. Ja, und das ist auch so eine Doppeltür, dann hat man da ein bisschen mehr Luft. Jetzt machen wir da eine einfache Tür auch rein. Ah, das ist schon mal gut jetzt. Also das gefällt mir jetzt. Ja, wenn man da nochmal so einen runden Teppich oder so hinmacht, ein paar Blumen rein, das wird, glaube ich, dann ganz gut. Lampen natürlich. Bisschen was an die Wand. Ja, also jedes Zimmer ist so ein bisschen auch was für sich. Ich glaube, das wird was. Ich danke euch fürs Zuschauen. Für heute war es das mit der Mountain Lodge. Bitte gerne kommentieren, was ihr euch noch wünscht. Dann gucke ich nächstes Mal danach. Ansonsten noch einen schönen Tag, Abend oder wann immer ihr das Video anguckt.
Und bis denn. Ciao.